Aber hier kommen wir wieder hier hin und au. Tja, ich weiß es nicht so genau, wo das noch sein könnte. Ich hab. Ja, hier sind wieder Bomben. Okay. Also, versuchen wir doch hier auch noch eine Runde. Vielleicht ist das auch gar nicht mit Bomben irgendwo. Hier. Aha, und komm, Dungeon 9, Dungeon 9, Dungeon... Nein, nicht wirklich. Ja, das ist teuer und eigentlich ziemlich blöd. Denn, nee, so... Nee, funktioniert so nicht. Also versuchen wir doch mal eine alternative Strategie. Nämlich, indem wir die Bomben, ouch, wegpacken und mal die Flöte ziehen. Vielleicht hier? Nein, da kommt ein Wirbelsturm und will uns irgendwo hintragen. Sieht das hier ähnlich aus? Hier sieht das ähnlich aus. Ja. Okay, und auf der anderen Seite? Hier... Ja, hier war ja schon Geheimgang. Also ich glaube irgendwie nicht, dass hier noch was ist, aber naja, mal schauen. Nein, hier ist ein Wirbelsturm. Ich verstehe ja bis heute diesen Bildschirm hier nicht. Der ist doch so tierisch unnütz. Aber wenn ich jetzt hier die Flöte tute, dann trifft mich der Wirbelsturm auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielleicht sollte ich doch nochmal in eins der anderen Dungeons gehen. Einfach, damit irgendwas Produktives passiert. Aber, naja. Erstmal weitere Bomben sammeln. Also. So, so. Und hier runter. Hier unten in dem Moblin-Wald müssten sich doch eigentlich noch ein paar kostenlose Bomben finden lassen. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist ein Versuch wert. Oh, Amok! Amok Link! Auf die Schnauze! So, sehr gut. Und die drei Herzen lasse ich mir jetzt auch noch eben von der Fee auffüllen. Wenn die uns schon so freundlich mit Herzen umringt. Hier, was ist eigentlich mit diesem komischen Ding hier los? Hallo? Verschieben? Oder... Ja, verschieben. Hier gibt es. Ach ja. Richtig. Nee, danke. Gerade nicht, weil ich weiß ja eh nicht, wo ich hin muss. Hier blaue Springis und spring und spring und du springst auch nirgendwo mehr hin. Du jetzt. Ah, du doch nochmal. Aber du nicht mehr. So. Alles klar. Hier gibt es den Wald. Richtig. Mit. Ein paar Moblins. Ich hätte aber lieber blaue Moblins, weil die orangenen, roten hier lassen keine Bomben fallen. Und ich hätte doch so gerne Bomben. Nicht? Du gibst mir Bomben. Ja, du gibst mir Bomben. Das ist nett von dir. Ich mag dich. Brava Moblin. Ja, unten gibt's noch mehr davon. Tschüss, tschüss. Und noch mehr Bomben. Ja, wunderschön. Du hast auch noch... Nein, du hast keine mehr dabei. Naja. Aber es fehlt ja sowieso nur noch eine. Und was natürlich auch fehlt, ist eine Idee, wo es eigentlich hingeht. Tja, hier? Nee, nicht so richtig. Dann. Ja. Ach, wenn wir nochmal hier sind, dann gehe ich hier nochmal lang. Ich meine nämlich auch, wo ich nochmal nachgedacht habe, dass ich... mich erinnere, wo ungefähr das Item war. Hier gibt es jede Menge... Ach, ich habe die Kerze doch schon aktiviert. Warum benutze ich die nicht einfach? Autsch. Und... Ah ja, Moment, darf ich schlagen. Das ist doch sehr angenehm. Hier sind wieder meine Freunde, die blauen Ritter von hinten. Und... Autsch. Die mich... Aua, lass das doch mal sein, du Scheißteil. Hier gibt es überall Geheimgänge und ich meine, man musste gar nicht bis zum Ende durchlaufen, wenn man zu dem Item wollte. Weil als ich es beim ersten Mal gespielt habe, hatte ich das Item, glaube ich, relativ schnell. Deswegen werde ich nochmal... Ich komme hier gar nicht mehr raus bei diesen ganzen Elektropuscheln. Könntest du mal bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das ist ja ein Chaos.
kann man doch so nicht machen mit mir. Ich bin Link. Respektier mich. Also die sind wirklich, naja, nicht so schlimm wie die Roten, aber schon schlimm genug. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man von zwei davon massivst verfolgt wird. Also, wow, das ist jetzt wirklich... So schlimm waren die Viecher bisher noch nie. So, hier war das immer der Stein, den man bewegen konnte, glaube ich. Richtig. So, wo geht's denn jetzt hin? Ich glaube, das war relativ leicht zu finden, das Item. Nur ich bin irgendwie dran vorbeigelaufen. Weil ich, ja, nicht mehr dran gedacht habe oder was auch immer. Das könnte sogar gewesen sein. Hier war... Ja, hier genau in diesen beiden Räumen war man nämlich noch gar nicht. Deswegen... Okay, oder ist es nur für den Schlüssel hier, den wir nicht mehr brauchen? Weil wir eh schon alle Schlüssel haben, sozusagen. Beziehungsweise einen Schlüssel, der alle Türen öffnet. Aber hier sind Hasis. Hallo, Hasi. Hallo. Tschüss. Ich mag... Warum gehe ich denn auf Bomben? Das war jetzt quasi schon der Reflex von eben dem Ausprobieren der ganzen Steinwände. So, hier in diesen Räumen war das immer... Aha, da ist eine Treppe. Und genau, hier ist die Kerze doch. Ja, wunderbar. Oder... vielleicht ist der Eingang ja auch gar nicht hinter einer Felswand, sondern hinter einem Baum. Dass man deswegen jetzt so spät die Kerze findet, und diese eine Fledermaus hindert mich daran, hier das Teil zu verschieben. Das ist aber auch nicht schön. So. Ich erinnere mich auch noch, dass etwas in Dungeon 8 fehlt. Das weiß ich ganz genau. Denn das hatte ich beim letzten Mal, beziehungsweise beim ersten Mal gefunden und jetzt beim letzten Mal, wo ich das zum zweiten Mal aufgenommen habe, nicht mehr. Nämlich, da gab es noch ein Bomben-Upgrade, ein zweites. Ja, dann kann man 16 Bomben tragen, statt nur, würdest du bitte mal herkommen, statt nur 12. Das ist natürlich prinzipiell auch eine sehr angenehme Sache, muss man dazu sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, das auch noch zu holen. Denn da weiß ich jetzt nicht genau, wo das war. Ich weiß nur, dass ich beim letzten Mal... Ich sag nur, beim letzten Mal habe ich es ja eben nicht gefunden. Ich weiß nur, dass ich es beim ersten Mal quasi gefunden hatte, durch Zufall. Da war das ganz schön und toll und alles super. Und ja, beim Neuspielen... bin ich dann nicht mehr so drüber gestolpert. Und ich wollte gerade die Kerze auswählen, die ich schon ausgewählt habe. Das ist auch sehr optimal. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, ein paar Bäume anzukokeln. So Link als kleiner Pyromane und so. Feuer! Ich habe Feuer gemacht! Aha, da ist schon was. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in dem Wald irgendwie Eingang zu Dungeon Nummer 9 ist. Aber ein Moblin, der uns Rubine schenkt, und zwar ganze 10 Stück. Wow. Davon kann ich ja noch nicht mal eine Tür kaufen, offensichtlich. Ja, und... Aha. Hier, Moblins, falls euch kalt ist, ne? Kleines Lagerfeuer. Wärmt schön auf. Ist ganz gesund. Gibt's wenigstens keine Erkältung hier in dem Wald. Hier oder 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 hier. Aha, da ist auch noch was. Okay. Was ist denn da drin? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht Dungeon Nummer 9 sein, aber... Ach, noch eine von der Sorte. Das wäre dann schon die dritte, die wir jetzt hätten. Wobei ich da mit ziemlicher Sicherheit niemals kaufen werde, aber es ist schön zu wissen, dass sie da ist. Wo gibt's denn... Gab's hier oben irgendwo... Irgendwo... Bäume in dem Gebirge? Ich glaube eigentlich nicht. Überlegen. Nee, da gab's immer nur diese Statuen und... Wände zum Sprengen.
Hier gibt's noch Bäume. Gibt's hier was? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Vielleicht nochmal hier? Ah, hier gibt's was. Was gibt's denn hier? Noch ein weiteres Geheimnis. Das ist auch sehr schön. Diesmal sogar 30. Das bezahlt, glaube ich, dann eine Tür im Gegensatz zu den anderen. Okay, ein zweites wird hier ja nicht mehr sein. Aber ich könnte mal ein paar von den Viechern töten. Aha. Das mache ich so gut wie nie eigentlich, weil man immer warten muss, bis die aufhören, sich zu drehen. Das machen die immer nur so kurz. Aber jetzt hat das sogar Herzen gebracht. Ist das vielleicht so primitiv versteckt, dass es einfach hier ist? Nein, natürlich nicht. Tja, dann... Ich weiß nicht. Ich laufe jetzt schon 25 Minuten mehr oder weniger sinnlos in der Gegend rum. Ich glaube, ich gehe noch 5 Minuten hier in das Dungeon Nummer 8. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas von dem Zeugs. Und ich glaube, wenn ich das nicht finde, dann... werde ich vielleicht einfach mal nachgucken, wo der Eingang ist, weil... ich könnte jetzt noch systematisch alle Bäume oder sowas auf der Karte absprengen, aber... ja, das ist immer noch nicht spannender geworden, um ehrlich zu sein. So, wie sieht's denn hier aus? Wenn man hier in die Treppe geht, wo gibt's denn dann noch was? Ich meine auch, dieses Bomben-Upgrade wäre ziemlich am Ende des Dungeons gewesen. Ist natürlich jetzt unwahrscheinlich, dass ich da spontan nochmal hinfinde, denn den Weg habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Und hier geht's auch gar nicht weiter. Okay, hier war ich auch noch gar nicht. Also, das ist ein völlig neuer Raum, nur geht's hier auch irgendwie weiter? Also, hier verschieben oder vielleicht... ah, hier. Ja, nee, so eigentlich wollte ich gar nicht so unbedingt durch die Treppe, sondern eher so links durch die Tür und so. Ha. Okay. Tja. Auf jeden Fall scheint dieses Dungeon auch noch Geheimnisse zu bergen. Vielleicht spiele ich doch noch ein wenig länger hier in dem Dungeon und gucke einfach mal, was es hier noch so gibt, bevor ich dann nachschaue, wo Dungeon Nummer 9 ist. Dann ist zumindest hier noch etwas Produktives drin geschehen, außer der Kerze, die eigentlich nicht so wirklich toll ist als Item jetzt. Was gab's denn hier? Hier gab's doch auch einen Geheimgang, oder? Ja, hier gab's auch einen Geheimgang. Wo führt uns der denn hin? Und ja, natürlich führt er uns erstmal zu Fledermäusen, aber das meinte ich so eigentlich gar nicht, weil man da zwar schön reinlaufen kann, aber eigentlich sind die gar nicht so toll. Karte fehlt auch noch von dem Dungeon. Also eigentlich fehlt hier noch relativ viel. Okay, nochmal hier nach links. Was gibt's denn hier so? Ja, hier gibt's die Grafikfehlerschlangen. Aber hier waren wir doch schon. Von hier aus geht's von hier noch irgendwo weiter. Von hier aus ging's nach Süden Richtung... Moment, ich erinnere mich, von hier ging's nach Süden Richtung Aua. Richtung Aua, genau. Richtung Aua ist ein ganz toller Weg, der geht hier lang. Denn hier ist Aua. So. Nein, hier ging's doch... Autsch. Ja, genau, nach Autsch. Nein, ich versuche eigentlich zu sagen, dass es hier zum Boss ging, weil daran erinnere ich mich noch, dass man hier links durch diesen schmalen Gang durch musste, um dann zum Boss zu kommen. So, hier... genau. Es war nämlich